Sinsheim, Ende November. Fabian S., einer der führenden Köpfe der Ultragruppierung Schikaria, auf dem Weg zu seinem Prozess. Angezeigt von der TSG Hoffenheim. Es geht um den größten Konflikt im deutschen Fußball und um diesen Tag. Entsetzen und Fassungslosigkeit in der Fußball-Bundesliga. Wegen massiver Beleidigungen der Bayern-Fans gegen TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp. Der 29. Februar 2020. Ein Bundesligaspiel wird zum Eklat. Dietmar Hopp beleidigt. Die Partie kurz vor dem Abbruch. Fußball-Deutschland in Aufruhr. Das ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Ich schäme mich zutiefst auch Dietmar Hopp gegenüber, der ein ganz feiner Ehrenmann ist. Diese hetzigen Menschen sind so nicht hinnehmbar. Wir sind wirklich am Tiefpunkt angekommen. Die Ultras und Dietmar Hopp. Ein Dauerkonflikt seit 13 Jahren schon. An diesem Tag eskaliert er endgültig. Wie konnte es dazu kommen? Was steckt dahinter? Wer trägt Schuld an der Eskalation? Darüber haben wir in den letzten Monaten diskutiert. Mit Fans, mit Anwälten beider Seiten, mit Funktionären. Und der Dietmar Hopp hat gar nichts gemacht. Und er wird attackiert für Dinge, die total okay sind. Hier gibt es nur ein Opfer und nur eine Gruppe, die schuldig ist. Unsinn. Was wir erfahren haben, die Empörung der Verantwortlichen an jenem Tag war nicht so spontan, wie es bislang schien. Ich glaube, dass das eher eine Inszenierung war und ein Schauspiel war. Weil die Leute des FC Bayern Bescheid wussten, die Leute der TSG Hoffenheim wussten Bescheid. Und hinter allem steckt auch ein Streit zwischen zwei der damals mächtigsten DFB-Bosse. Mein Verhältnis zu Rainer Koch ist durch diese Entscheidung ganz wesentlich nicht nur belastet, sondern fast zerstört worden. Und wir haben mit denen gesprochen, die alles ausgelöst haben, die sonst so gut wie nie mit uns Medien reden. Die Ultras der Schikaria äußern sich in diesem Film zum ersten Mal vor der Kamera. Auch Fabian S., der sich für diesen Tag vor Gericht verantworten muss. Es war noch nicht Corona, aber es war trotzdem ein Tag, der den deutschen Fußball sehr durcheinander gewirbelt hat. Goretzka, traumhaft! 6-0! Ich erinnere mich, da ich weder Hoffenheim noch Bayern-Fan bin, das Spiel meines Lieblingsvereins geguckt und habe dann über die sozialen Medien mitbekommen, dass in Sinsheim sich Historisches ereignen soll und habe dann kurz rübergeschaltet. So, was kommt jetzt? Aha, Beleidigungen gegen Dietmar Hopp. Transparente, da sind sie. Was soll das? Na, ich habe das im Fernsehen gesehen und was da passiert ist, dafür habe ich mich geschämt. Ich habe da null Verständnis für. Und der hat noch Argumente, warum man das macht. Alle die, die als Berichterstatter da waren, haben gesehen, wie entsetzt, wie schockiert, wie starr das Publikum drumherum war. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist mal ein hartes Zeichen. Ich habe einen Anruf gekriegt von Dietmar Hopp, der völlig außer sich war, fassungslos. Er war entsetzt über den schlimmsten bisher vorgekommenen Fall, dieser Hetze gegen ihn. Die Mannschaften verlassen das Feld. Ein absurdes Schauspiel, was da veranstaltet wurde. Ich denke natürlich an Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp, wie sie versuchen, Händchen zu halten, das aber nicht schaffen und auf den Platz gehen. Das war kein Fußball, sondern eine Demonstration von Fußballern auf dem Platz. Okay, also ich stehe auf, klatsche mit, als Protest gemeinschaftlich gegen Leute, die mit Gleichstellung, Demokratie, einem freien Leben nichts anfangen können, weil sie sagen, wir zeigen es den Leuten, die wir hassen. Man hat sich überboten in Superlativen. Also wenn man nicht wusste, was passiert ist und man hat die Berichterstattung gesehen, hat man wirklich gedacht, es ist wer weiß was vorgefallen. Dietmar Hopp skandieren Sie. Jeder wusste, das hier war der letzte Tag, wo sowas passieren durfte. W.
Wer verstehen will, wie es zu diesem Tag gekommen war, muss mit der Spurensuche hier beginnen. Dortmund, die Stadt mit einer der größten Ultraszenen Deutschlands. Jan-Hendrik Ruszczecki war 20 Jahre lang dabei. Bis letztes Jahr stand er an der Spitze der BVB-Ultras. Bevor er dann im Januar vom Geschäftsführer des BVB, Hans-Joachim Watzke, als Chefberater eingestellt wurde. Wir treffen uns im Dezember, als er noch nicht für den BVB arbeitet. Ruszczecki kennt den Konflikt mit Hopp wie kaum ein anderer. Es hat ja eine lange Vorgeschichte. Worum geht's in diesem Konflikt eigentlich genau? Oh Gott, Frage ist, wo fangen wir da an? Bei welcher Vorgeschichte? Fangen wir am Anfang an. Der Anfang. Ein Dorfverein im Profifußball. Weil andere Clubs sein Geld nicht wollten, führt Dietmar Hopp seinen Heimatverein aus dem 3000-Seelen-Ort auf die große Fußballbühne. 1899, Hoffenheim! Für ihn und die Region ein Traum. Für andere ein Albtraum. Schon in der zweiten Liga 2007 kommt es zu massiven Protesten und zu Schmähgesängen. Er muss sich der Sache bewusst sein, dass im Profifußball nur für 36 Vereine Platz ist. Und da sagen die Leute, ey, das kann nicht sein, nur weil du Milliardär bist, hast du dir ein Ticket für den Profifußball, für unseren Sport gekauft. So. Vor allem aus jenen Städten, die stolz auf ihre lang gewachsene Fußballtradition sind, kommt Gegenwind. Wie hier aus Dortmund. Jan-Hendrik Ruszczecki war dabei, als der BVB und Hoffenheim zum ersten Mal aufeinander trafen in der Bundesliga 2008. Die mit Hopps Millionen klug zusammengestellte Mannschaft überrollt den BVB. 4:1. Der Emporkömmling demontiert das Establishment. In der Dortmunder Fankurve taucht zum ersten Mal ein Fadenkreuzplakat auf. Dietmar Hopp als Zielscheibe, als Gesicht der Kommerzialisierung, als Hassfigur für jene, die vorher da waren. Hallo. Es prallen Welten aufeinander. Die Ultras, Jugendkultur, laut, aufsässig. Und der Milliardär mit seinem prominenten Anwalt. Die Kommerzialisierung des Fußballs, die ist in Dortmund genauso wie in Schalke und in St. Pauli und in Hoffenheim und in Leipzig. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden. Warum ist Hoffenheim mehr Kommerz als ein Börsenunternehmen wie Dortmund? Mehr Kommerz, weniger Kommerz, das ist nicht zu definieren, glaube ich. Der Unterschied ist, dass Borussia Dortmund aus sich aus es geschafft hat, Mitglied der Fußball-Bundesliga zu sein. Also als Gründungsmitglied, als großer Traditionsverein. Und die TSG Hoffenheim halt nicht. Die natürliche Grenze der TSG Hoffenheim ist wahrscheinlich die Verbandsliga oder Landesliga. Nicht mit Dietmar Hopp. Er schenkt Hoffenheim ein neues Stadion, erntet Huldigungen und Hass. Für viele Fans wird er zum Symbol für die Aufweichung der 50-plus-1-Regel, die eigentlich verbietet, dass Investoren die Mehrheit eines Clubs übernehmen. Wie zuvor Leverkusen und Wolfsburg bekommt Hopp aber eine Ausnahmegenehmigung wegen seines jahrzehntelangen Engagements. Kritik an der Kommerzialisierung ist ja total legitim. Aber warum auf diese Art und Weise? Warum Hurensohn? In der Wortwahl zeigt sich dann ja auch die Ohnmacht. Also wie viele differenzierte Texte gab es von Fanorganisationen und so weiter? Und nie wurde das Thema dann thematisiert, sondern es wurde erst zum Thema, wenn Grenzen überschritten wurden. Das heißt, diese Jugendkultur hat gelernt, wir werden nur gehört, wenn wir Grenzen überschreiten. Ich hätte mir da gewünscht, dass Dietmar Hopp da einfach dann vielleicht mal über den Ding steht. Und am Ende hat er gemeinsam mit seinem Scharfmacher Schickert da schon viel Öl ins Feuer gegossen. Und spätestens durch den Aufstieg von Leipzig hat sich das Feindbild ja ein bisschen verschoben. Das Thema war gar kein großes Thema mehr. So, und deswegen spiele ich den Ball tatsächlich ins Büro von Schickert. Ich glaube, er war das, der dafür mitgesorgt hat, dass diese Fronten wieder hochgezogen wurden. Jetzt, ja? Das Büro von Christoph Schickert ist hier, in Ludwigsburg bei Stuttgart. Schickert ist einer der bekanntesten Sportjuristen, arbeitet für mehrere Bundesliga-Clubs und für Dietmar Hopp.
2017 entschieden Hopp und er, strafrechtlich gegen Beleidigungen vorzugehen. Was war der Auslöser dafür? Der Auslöser war einmal, dass wir immer gehofft haben, dass es sich verläuft. Aber dann wurde es immer schlimmer, immer mehr. Und dann kamen hinzu, eines Tages in Köln auch Plakate, die so abscheulich waren, dass sie nicht mehr akzeptabel war, die dann einen politischen Hintergrund suggerierten, die seine Familie einbezogen hat. Dietmar, morgen ins Maritim? Dein Vater wäre stolz. Der Hintergrund: im Maritim fand der Parteitag der AfD statt. Hopps Vater war im Dritten Reich Truppführer der SA. Da hat er dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's mir aber wirklich und jetzt ziehen wir das durch und jetzt lassen wir uns das nicht mehr bieten. Hopp stellt Strafantrag. Ein Kölner Ultra wird zu einer Geldstrafe verurteilt. Doch Hopp geht noch einen Schritt weiter. Er beschließt, künftig auch gegen Schmähgesänge juristisch vorzugehen, wie es sie seit Jahren gegen ihn gegeben hatte. Im Hoffenheimer Stadion wird Ende 2017 extra zu diesem Zweck ein spezielles Richtmikrofon installiert. Es ist an der Haupttribüne angebracht und auf den Gästeblock ausgerichtet. Gerne hätten wir im Stadion in Sinsheim gedreht. Die TSG Hoffenheim wollte uns für dieses Projekt aber keine Drehgenehmigung erteilen. Strafanzeige wegen Gesängen stellt Hopp zum ersten Mal 2018. Heimspiel gegen Köln, eine halbe Stunde vor Anpfiff. Das Stadion noch kaum gefüllt, singen Kölner Fans. Dietmar Hopp, du Sohn einer Hure. 30 Sekunden dauern die Sprechchöre. Auch nach einem Heimspiel gegen Dortmund im Mai 2018 stellt Hopp Strafantrag. Es ist tatsächlich ein Dammbruch gewesen, dass gegen Beleidigungen im Fußball Strafanträge gestellt werden. So, und wenn wir damit anfangen, ich glaube, wir haben kein Kreisliga-C-Spiel, wo nicht mal gesagt wird, ey, die 5 ist aber ein Arschloch. Wo wollen wir da die Grenze ziehen? Und ich glaube, da hat man in Hoffenheim tatsächlich die Büchse der Pandora geöffnet. Und ich glaube, das ist nicht gut. Sind beleidigende Gesänge im Fußballstadion strafbar? Das wird seit 2018 hier verhandelt, im Amtsgericht Sinsheim. Stefan Witte verteidigt Fans des BVB, des 1. FC Köln und der Bayern. Hurensohn-Gesänge gegen Hopp hält er nicht für eine Straftat. Eine juristische Erklärung. Es ist so lange, wie ich finde, erlaubt, wie man sagen kann, dass es sich natürlich nicht um eine Ehrverletzung handelt. Das heißt, nur ein Angriff gegen die Person, um die Person verächtlich zu machen. Das ist hier ja nicht der Fall. Sondern die Person Dietmar Hopp wird ja als Person gar nicht angegriffen, sondern sein Einsatz und das, für was er steht. Aber Hurensohn geht ja schon gegen die Person. Man muss das im Kontext sehen. Nur die Beleidigung Hurensohn, natürlich darf ich niemanden als Hurensohn beleidigen, einfach so. Und in dem Kontext, in dem das passiert, halte ich das nicht für strafbar. Im Kontext Fußball sind extreme Schmähungen wie Hurensohn nicht neu. Ob gegen Fans, den Schiedsrichter oder Spieler. Timo Werner zum Beispiel wurde in vielen Stadien als Hurensohn verunglimpft. Auch in Sinsheim von Fans der TSG. Auch er wurde von der Sinsheimer Polizei gefragt, ob er Strafantrag stellen möchte. Werner wollte nicht. Das Delikt der Beleidigung ist ein sehr individuelles. Der eine fühlt sich durch einen Ruf beleidigt, der andere nicht. Das heißt, Dietmar Hopp fühlt sich beleidigter als andere, ja. Und deswegen hat er geklagt. Ja. Er fühlt sich in seiner persönlichen Ehre aufs Gröbste verletzt. Er ist auf der ganzen Welt anerkannt. Und dann kommen da so Jungs, die noch grün hinter den Ohren sind, in seinem Stadion und schreien solche Beleidigungen. Und er steht da mit seiner Schwester, mit seinen Enkeln, mit seinen Freunden. Aber auch von sachlicher Kritik fühlte sich Dietmar Hopp früh angegriffen. Wie im Fall von Christian Heidel, dem Mainzer Manager 2007. Ich finde es ein bisschen schade, eben, dass jetzt da ein Verein im Endeffekt fast erfunden wird, auch wenn die TSG, weiß ich, auch eine Tradition hat. Aber im Endeffekt wird jetzt ein Platz im Profifußball weniger sein. Hopp reagiert mit einem Schreiben, in Kopie die gesamte deutsche Fußballspitze. Darin bezeichnet er Heidels Kritik als, Zitat, Diskriminierung und fordert, sie genauso hart zu sanktionieren wie Rassismus.
Auch Hans-Joachim Watzke kritisierte das Geschäftsmodell Hoffenheim früh. Heute findet er, Hopp hätte die Schmähungen aushalten müssen. Ich sage, wenn du dich in den Fußball reinbegibst, das ist genau wie in der Küche, da ist es manchmal ein bisschen heiß. Wenn ich jetzt nach Gelsenkirchen komme, da sind mir dann Dinge entgegengeschleudert worden. Dagegen war alles, was dem Dietmar Hopp widerfahren ist, noch harmlos. Mhm. Aber ich wusste einfach, dass das ist einfach dann so. Ne? Und das war er nie bereit zu akzeptieren. Das ist eigentlich schade, denn dann wäre das Thema schon längst erledigt gewesen. Dem widerspreche ich vollkommen. Ich bestreite, dass es gegen Herrn Watzke solche Plakate gibt, die so erniedrigend sind, die so ekelhaft sind, das bestreite ich. Und das ist schon wieder ein Teil dieser Verniedlichung. Klar ist, gegen kaum jemanden gab es solche Plakate wie gegen Dietmar Hopp. Klar ist aber auch, Hopp kannte Anfeindungen, wie sie im Stadion alltäglich sind, lange nicht. Als Unternehmer, Gönner, Mäzen wurde ihm vor allem Anerkennung entgegengebracht. Im Fußball ist das anders. Zu sagen, der Dietmar Hopp kommt nicht aus dem Fußball, das ist absurd. Er kennt den Fußball und er ist auch kein Mann, der jetzt ein vornehmes Gehabe hat. Das ist ein Mann des Volkes und das ist eigentlich der letzte richtige Fußballfan. Der letzte richtige Fußballfan? Wir fahren zu einem, der sich mit Feindseligkeiten im Fußball auskennt, der selbst jahrelang in Stadien beleidigt wurde und der ein guter Freund ist von Dietmar Hopp. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so sozial ist. Sie müssen mal mit ihm über den Golfplatz fahren und dann kommt ja so ein Golfwagen, wo die Leute Wasser kaufen können und ein junges Mädchen oder ein junger Bursche ist dann da drauf. Die wissen schon, wenn der Dietmar Hopp unterwegs ist, er kauft immer einen grünen Apfel. Ja? Und dann, wenn man dann ein Wasser kauft und das kostet 5 Euro und man gibt 10, dann ist man ein ganz armes Schwein. Weil der Dietmar Hopp gibt für seinen grünen Apfel zwischen 20 und 50. Und da habe ich mir gedacht, hoppla, so, das zieht sich, das ist aber nur ein Synonym für das, wie er denkt. Mir geht's gut, ich kann mir vieles, um nicht zu sagen alles leisten. Und jeder, der mit mir zu tun hat, auch dieses junge Mädchen oder der junge Bub, dem soll es auch gut gehen. Sie sind ja auch hin und wieder beschimpft und beleidigt worden. Vorsichtig formuliert. In der Daumaffäre war es ganz schlimm. Da hat man in Bremen das ganze Stadion gerufen, Hoeneß, du Arschloch. Ein Moderator soll auch nicht nur in der Daumaffäre, auch später noch. Wortschöpfung sozusagen hervor. Und jetzt kommen auch noch die Fans. Also es gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf sozusagen zwischen Werder und Bayern München. Haben solche Beschimpfungen Sie verletzt? Da ist schon manche unruhige Nacht vorher und nachher vorgekommen. Aber im Großen und Ganzen, Sie sehen ja, ich habe es ganz gut überlebt. Dietmar Hopp hat ja irgendwann angefangen, Fans zu verklagen für Schmähgesänge. War das aus Ihrer Sicht richtig? Das kann man, wenn man eine gewisse Distanz zu den Dingen hat und nicht betroffen ist, überhaupt nicht beurteilen. Sie nicht und ich auch nicht. Denn Dietmar Hopp hat wahrscheinlich lange, lange Zeit zugeschaut und irgendwann ist halt genug. Vor allen Dingen, wenn man nach wie vor ihm nichts vorwerfen kann. Er hat doch überhaupt nichts Illegales gemacht. Und deswegen, da müssen Sie auch, Herr Breyer, vorsichtig sein, dass Sie hier nicht Opfer und Täter verwechseln. Das Gericht in Sinsheim folgt in den meisten Fällen der Anklage und verhängt Geldstrafen. Viele Verfahren werden am Ende aber auch gegen Geldauflagen eingestellt. Heißt, die Fans müssen rund ein Monatsgehalt an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen. Die Ultras empfinden die Prozesse als Affront, als Angriff auf ihre Fankultur. Von einem Mann, der sich in ihren Sport eingekauft habe. Ist es nicht auch sein Recht, dann irgendwann zu sagen, es reicht mir? Es ist sein Recht zu sagen, es reicht mir. Aber was will er erreichen? Wenn er erreichen will, dass es aufhört, dann hat er genau das Falsche gemacht.
Die Strafanträge von Dietmar Hopp lassen die Proteste erst recht wieder aufflammen. Vor allem die der Dortmunder, die zuvor nachgelassen hatten. Ihre Reaktion auf die Strafanzeigen, dieses Fadenkreuzplakat mit der Botschaft: Strafverfahren und Hausverbote wegen beleidigenden Gesängen. Was soll die Scheiße, du Hurensohn? Das DFB-Sportgericht verhängt ein Stadionverbot auf Bewährung. Es ist die letzte Warnung. Noch so ein Fall und BVB-Fans dürfen 3 Jahre lang nicht in Sinsheim ins Stadion. Das nächste Spiel des BVB bei der TSG 1 Jahr später. Wieder Schmähplakate gegen Dietmar Hopp. Wir wünschen allen ein frohes Fest und dir dein letztes. Finden Sie das akzeptabel? Akzeptabel. Muss man darüber nachdenken, ob sowas in Ordnung ist? Ja, die Frage ist, welchen Preis zahlen wir, damit es nicht passiert? Ob das den Preis wert ist? Aber es muss doch eine rote Linie geben. Die rote Linie gibt's doch. Die rote Linie ist das Gesetzbuch. Und dann muss ermittelt werden, wer war das? Und dann muss ein Richter das am Ende entscheiden. Die Richter des DFB-Sportgerichts entscheiden im Februar 2020 Stadionverbot. BVB-Fans sind für 3 Jahre von Spielen in Sinsheim ausgesperrt. Eine sogenannte Kollektivstrafe, weil sie nicht nur diejenigen trifft, die für die Plakate verantwortlich waren. Sippenhaft, sagen die Ultras. Das Urteil führt zu einer massiven Solidarisierungswelle in fast allen Kurven und gipfelt in der Aktion der Bayern-Fans in Sinsheim 1 Woche später. Diese Eskalation hat sich Hopp aus Sicht der Ultras selbst zuzuschreiben. Er habe durch die Strafanträge den Konflikt neu angeheizt. Hätte es die Strafanträge nicht gegeben, wäre diese Kette nicht ins Rollen gekommen. Und letztlich war dieser Spieltag eine Reaktion auf die Wiedereinführung der Kollektivstrafen. Hätte es die Strafanträge nicht gegeben, wäre die Ursache dafür entfallen und diesen Tiefpunkt, wie Herr Keller sagt, hätte es nicht gegeben. Ich sage was anderes. Die haben was gemacht und er hat nichts gemacht. Und das ist der Unterschied. Er hat nämlich gar nichts gemacht. Wenn er jemanden verklagt, dann ist es nichts Schlimmes. Aber wenn ein Ultra ein Fadenkreuz-Plakat aufhängt mit Dietmar Hopp, dann ist es eine Sauerei. Aber der ganze Konflikt ist ein bisschen komplizierter, finde ich. Ich finde das schon viel schwieriger. Ihr macht euch das zu einfach. Ihr versucht hier immer so beide Seiten zu verstehen. Aber hier gibt es nichts zu verstehen. Weil der Dietmar Hopp hat gar nichts gemacht. Und er wird attackiert für Dinge, die total okay sind. Und ihr müsst da meiner Meinung nach klar machen, wer die Schuldigen sind und wer das Opfer ist. Und hier gibt es nur ein Opfer und nur eine Gruppe, die schuldig ist. Und sonst nichts. Wir wollen mit dieser Gruppe, die laut Hoeneß alleine schuldig ist, sprechen. Mit der Schickeria. Was zugegebenermaßen gar nicht so einfach ist. Ultras geben so gut wie nie Interviews, schon gar nicht vor der Kamera. 9 Monate lang treffen wir uns immer wieder mit ihnen, führen Vorgespräche, diskutieren. Dann, im Januar, laden sie uns ein, in einen Jugendclub in München. Was bedeutet Ultra sein eigentlich für euch ganz konkret? Man richtet mehr oder weniger sein ganzes Leben danach aus, dass man einerseits die Spiele besuchen kann, andererseits Themen rundum, die man sich mit auf die Fahne schreibt, soziales Engagement etc. Ultra sein heißt, das in einer extremen Art alles auszuleben und quasi da mit dem Anspruch daran zu gehen, dass seine Kurve die beste ist. Was ist die Schickeria genau? Ich glaube, das ist eine eigene Doku, das zu sagen, das zu beantworten, diese Frage. Hier ist eigentlich ihr Zuhause, im Herzen der Südkurve. Die Schickeria, die bekannteste und lauteste Ultragruppierung Münchens. Politisch links, unbequem, wie andere Gruppen in der Südkurve, kritisch etwa gegenüber den Geschäften des Clubs mit Katar. Aber auch sehr aktiv in der Vorbereitung von Choreografien wie die zum 120-jährigen Jubiläum letztes Jahr. Ich denke, wir sind eine Gruppe, die für relativ viel steht. Das geht los von Dingen, die mit dem
Fansein, wie wir es ausleben, zu tun haben. Also was man jetzt auch vielleicht als negative Randerscheinung beschreiben würde, bis hin halt zu antirassistischem und sozialem Engagement, zu fanpolitischem Engagement und auch ja, vereinspolitischem, vereinshistorischem Engagement. Die Schickeria setzt sich gegen Rassismus und Diskriminierung ein und für das Gedenken an den ehemaligen jüdischen Präsidenten des Vereins Kurt Landauer, der von den Nazis verfolgt worden war. 2014 bekam sie vom DFB dafür den Julius-Hirsch-Preis. Doch es gibt auch ein anderes Gesicht der Gruppe. Ein maskiertes, martialisches. Auf der einen Seite engagiert ihr euch gegen Antisemitismus, gegen Diskriminierung. Auf der anderen Seite gewalttätige Aktionen, diffamierende Aktionen. Wie passt das zusammen? Ist es so, dass das halt die verschiedenen Seiten der Emotionalität einfach davon sind. Also auch dieses ganze Engagement für die Geschichte, das funktioniert halt, weil halt da bei einigen Leuten Herzblut dahinter ist. Und dieses Herzblut, das ist halt quasi eine Emotion. Und ja, Emotionen können auch mal in eine andere Richtung überkochen. Ihr äußert euch ja jetzt zum ersten Mal in den Medien zu diesem Tag in Sinsheim und zu diesem Konflikt. Warum habt ihr das damals gemacht? Es ging um die Kollektivstrafen gegen die Dortmunder, vor allen Dingen nach dem Versprechen 2017, dass eben keine Kollektivstrafen mehr ausgesprochen werden, war das eben ein Tabubruch, der eben in dem Fall Dortmund jetzt getroffen hat, der aber auch andere treffen kann und somit uns alle angeht, jeden Fan. Aber warum auf diese Art und Weise, warum mit dieser Wortwahl? Hurensohn ist ja nicht nur diffamierend, sondern auch sexistisch. Also diese Begrifflichkeit ist jetzt nicht unser normaler Sprachgebrauch, aber wenn wir jetzt einen anderen Wortlaut gewählt hätten oder wenn wir auch jetzt sachlich die ganze Thematik beschrieben hätten, hätten wir niemals im Leben Gehör gefunden. Die Dortmunder wurden eben für besagtes Wort und Aktionen dazu zu einer Kollektivstrafe verurteilt und wir haben genau eben aus Solidarität mit den Dortmundern diese Wortwahl der Dortmunder eben gewählt. So entflammt an jenem Tag in Sinsheim also nicht nur der Konflikt zwischen Ultras und Hopp neu, sondern vor allem der Protest der Kurve gegen den DFB und gegen die Kollektivstrafen. Es ist das Streitthema zwischen Fanszenen und DFB und vereint die sonst rivalisierenden Ultragruppen. Sie werfen dem Verband vor, für Dietmar Hopp die Kollektivstrafen wieder eingeführt und dabei ein Versprechen gebrochen zu haben. Alles beim Alten, der DFB bricht sein Wort, stand auf dem Banner der Schickeria. Die Ultras beziehen sich auf eine Zusage des ehemaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel aus dem Herbst 2017. Wir wollen in einen wirklich ernst gemeinten Dialog mit allen Fangruppierungen, auch mit den Ultras, eintreten. Und um zu dokumentieren, wie wichtig uns dieser Dialog ist, empfehlen wir als DFB-Präsidium unserem Kontrollausschuss, so lange keine der sogenannten Kollektivstrafen zu beantragen bei unserem unabhängigen Sportgericht. Damit hat genau der Präsident den DFB in die Falle geführt. Aus dem, das hat nur Kopfschütteln ausgelöst innerhalb des DFB. Das war schädlich, das war Unsinn. Christoph Schickert, der Anwalt von Dietmar Hopp, findet also: Schuld an dem ganzen Schlamassel ist der ehemalige DFB-Präsident, Reinhard Grindel. Hermann, hast du schon Kaffee ausgegeben? Hermann, krieg ich ein bisschen Kaffee? Prima, wunderbar. Jo, wo war denn gleich? Wie kam es damals, 2017, zu dieser Zusage von Ihnen? Ich wollte den Dialog mit den Ultras, weil in den Stadien eine Situation entstanden war, wo nur noch gegen den DFB gewütet und Plakate gehoben wurden. Und nicht nur das. Dresden-Anhänger erklären 2017 dem DFB martialisch den Krieg. Bei einem Pokalspiel in Rostock fliegen Leuchtraketen der Hertha-Fans in Zuschauerblöcke. Deswegen wollte ich in den Dialog eintreten. Und als Einladung und glaubwürdiges Signal, dass es uns ernst ist, habe ich mich für die Aussetzung der Kollektivstrafe eingesetzt. Ich räume ein, dass ich auch unsere Euro-Bewerbung für 2024 im Blick hatte, weil da es wichtig war, dass wir eine schöne Stadionatmosphäre in Deutschland haben. Es ging also nicht nur um Aussöhnung, sondern um eigene handfeste Interessen.
die EM 2024. Wie waren die Reaktionen im Verband auf Ihren Vorstoß? Im Wesentlichen ist meine Linie unterstützt worden. Es gab einen Vizepräsidenten, der auch für Recht und Satzungsfragen zuständig ist, der eine völlig andere Linie vertreten wollte. Sie meinen Rainer Koch? Ja. So, gut. Wir sind dafür, innezuhalten, umzudenken, wie wir zu einem positiven Stadionerlebnis für alle, die den Fußball lieben, kommen können. Verstehen Sie, dass die Ultras sich darauf berufen? Nein, wir müssen genau hinhören, was Reinhard Grindel damals gesagt hat. Und das trifft ja auch zu. Nämlich, dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen müssen, wie Dietmar Hopp im Fadenkreuz im Stadion in Zukunft verhindert werden kann. Und der DFB-Präsident Reinhard Grindel damals hat ja auch sehr klar gesagt, solange wir alternative Wege zur Verfügung haben, solange werden wir auch nicht zu einer solchen Maßnahme greifen können. Ja, ja, aber Herr Koch, wenn so ein Versprechen ausgesprochen wird. Nein, es ist kein Versprechen. Sorry. Was war die Position von Rainer Koch? Rainer Koch glaubte mit Härte, möglicherweise auch eine, wie ich fand, absurde Idee, dem Einschleusen von verdeckten Ermittlern aus Sicherheitsfirmen im Block, die Filmaufnahmen machen, dort in der Ultraszene Redelsführer dingfest zu machen und dadurch die Szene zerschlagen zu können. Hat dieser Dissens in dieser Frage Ihr Verhältnis mit Rainer Koch belastet damals? Ja. Mein Verhältnis zu Rainer Koch ist durch diese Entscheidung ganz wesentlich nicht nur belastet, sondern fast zerstört worden, weil er hat immer gesagt, die Rule of Law darf nicht zur Diskussion stehen. Für mich und als Richter, glaube ich, überrascht es niemand, ist die Rule of Law, also die Herrschaft des Gesetzes, der Ordnungen, über allem stehen. Ich habe gemerkt, dass seine Rule of Law völlig ins Leere läuft, überhaupt nichts gebracht hat. Und es dann Sinn macht, wenn man feststellt, das Pferd, das ich hier reite, ist tot, vielleicht abzusteigen und sich was Neues auszudenken. Unser Treffen mit Reinhard Grindel fand nach dem Treffen mit Rainer Koch statt. Wir konfrontieren Koch schriftlich mit dem Vorwurf von Grindel, er habe verdeckte Ermittler im Stadion einsetzen wollen. Rainer Koch streitet das in einer schriftlichen Stellungnahme an uns ab. Er habe nie Ermittler in die Blöcke schicken wollen. Seine Strategie sei vielmehr, Zitat, ein täterorientiertes Vorgehen. Wir müssen es schaffen, diejenigen, die sich vorsätzlich strafbar machen, schon während des Spiels zu identifizieren. Zum Beispiel durch verbesserte Techniken bei Filmaufnahmen von außerhalb des Blocks. Um die Täter bei Spielende nicht im Block, sondern beim Verlassen des Blocks direkt abfangen zu können. Reinhard Grindel bleibt bei seiner Darstellung. Die beiden DFB-Spitzenmänner waren sich, das wird deutlich, völlig uneinig über den richtigen Umgang mit den Ultras. Nur was genau hat das alles mit der Eskalation in Sinsheim zu tun? Hopps Anwalt Schickert war ja der Meinung, Grindels Zusage sei schuld gewesen. Damit hat genau der Präsident den DFB in die Falle geführt. Die Realität widerlegt ja Herrn Schickert. Denn Dietmar Hopp ist bei keinem Spiel so angegriffen worden wie bei dem von Bayern München in Hoffenheim. Dieses Verhalten war eine Reaktion genau darauf, dass die Kollektivstrafe wieder ausgesprochen worden ist. Sowas kommt von sowas. Sowas kommt von sowas. Der Tag in Sinsheim hat viele verschiedene Vorgeschichten. Der Löwenbräukeller in München, zwei Tage vor dem Spiel. Die Fans feiern 120 Jahre FC Bayern. Zwei Tage vorher war noch ein Jubiläum unserer Südkurve. Da war ich eingeladen, da war ich auch da. Insofern ist es dann an Uli Hoeneß, der an dem Abend bei uns zu Gast war, herangetragen worden, dass es diese Aktion geben wird. Und wir haben uns da eigentlich relativ sachlich darüber unterhalten. Da habe ich zwei Leuten gehört und habe mit den Verantwortlichen gesprochen und habe ihnen ganz klar gesagt, was ich davon halte und dass ich das überhaupt nicht akzeptieren kann.
Glaubt ihr, dass auch Hoffenheim Bescheid wusste? Also ich denke, die ganze Liga wusste Bescheid. Haben Sie Dietmar Hopp Bescheid gegeben? Der hat es ja vorher gewusst. Das war ja bekannt, dass der FC Bayern ja mit Dietmar Hopp ganz eng oder mit den Hoffenheimer Kollegen in direktem Kontakt war. Und da war schon klar, dass was passieren kann. Auch der Live-Reporter von Sky, Kai Dittmann, wird informiert. Es gab vorher Hinweise, dass in der Bundesliga was passiert gegen Dietmar Hopp. Es wurde mir in Vorgesprächen, ich bereite mich dann natürlich auf dieses Spiel auch vor, immer gesagt, wie viele gute Dinge Dietmar Hopp tut, wo ich mir dachte, ja, das weiß ich. Aber das werden mir diese Leute nicht erzählen, nur weil sie mir erzählen wollen, wie viele gute Dinge Dietmar Hopp tut. Wer hat Ihnen diese Hinweise vorher gegeben? Das sind dann die Quellen, die man bei den einzelnen Vereinen hat, wenn man mal generelle Dinge abfragt und dann eben plötzlich so in eine Richtung gelenkt wird, wo man sagt, oh, jetzt musst du wach sein, weil ich habe gar nicht nach Dietmar Hopp gefragt, habe aber dann eben erfahren, also Herr Hopp hat doch, und der macht hier viele schöne Geschichten und das ist. Und als ich dann mal nachgebohrt habe, warum erzählen Sie mir das, kam dann eben, ja, wir hätten gehört aus Hoffenheim, dass es eben bundesweit in Deutschland, in anderen Stadien auch Aktionen gegen Dietmar Hopp geben soll. Also so eine Art Framing? Ja, definitiv. Ein Framing, also eine Steuerung, eine Art Beeinflussung. Und auch der DFB ist vorbereitet. Er instruiert seine Schiedsrichter, wie sie auf die erwarteten Schmähungen gegen Hopp reagieren sollen, mit dem sogenannten Drei-Stufen-Plan. Dieser ist für rassistische und diskriminierende Vorfälle eingeführt worden und sieht vor, Spiele zu unterbrechen und notfalls abzubrechen. An diesem Nachmittag kommt er auch zum Schutz von Dietmar Hopp zum Einsatz. Der DFB sagt, der Drei-Stufen-Plan ist Opferschutz. Und in dem Fall ist Dietmar Hopp auch zum Opfer geworden. Ja, die Erklärung halte ich ja für sehr konstruiert im Nachhinein. Der Drei-Stufen-Plan ist Ausfluss eines Papiers gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball, Diskriminierung von Randgruppen. Ich wüsste jetzt nicht, zu welcher Randgruppe Herr Hopp gehören soll. Damit tritt in Sinsheim das ein, was Hopp damals, 2007, im Streit mit Christian Heidel vom DFB gefordert hatte. Dass Aktionen gegen ihn behandelt werden wie Rassismus. Die Fanszenen werfen dem DFB vor, mit Hilfe des Drei-Stufen-Plans einfach einen Geschäftspartner schützen zu wollen. Dietmar Hopp, über das von ihm mitgegründete Softwareunternehmen SAP, Partner des DFB und des FC Bayern. Macht sich der DFB angreifbar durch die wirtschaftlichen Verbindungen zu Dietmar Hopp? Ich glaube, dass die wirtschaftlichen Verbindungen zu Dietmar Hopp, zu SAP oder auch zu vielen anderen Partnern des DFBs völlig getrennt zu sehen sind von den Werten, von den Positionen, die der DFB vertritt. Also jetzt heißt es, wir unterbrechen die Spiele, weil Dietmar Hopp beleidigt wird. Aber wer sagt mir, dass nicht grundsätzlich das sozusagen nach einem Mittel der Wahl wird, dass man sagt, jegliche Kritik an diesem ganzen Fußballbusiness, diesem Geschäft, alles, was jetzt in der Vermarktung irgendwo im Weg steht, wenn das uns quasi zu bunt wird, dann unterbrechen wir die Spiele auch. Hat der DFB überreagiert? In der Woche nach dem Spiel räumt der Verband im Sportausschuss des Bundestags ein. Diese Regelung, die ist konzipiert für Rassismus und Diskriminierung. Die ist nicht für persönliche Beleidigungen. Wir sind uns dessen bewusst, dass es da wahrscheinlich eine Übersensibilisierung gab. Eine Übersensibilisierung, auch der Verantwortlichen. Sollte an diesem Tag in Sinsheim im Wissen, was passieren würde, ganz gezielt ein Zeichen gesetzt werden? Ich glaube, dass es eher eine Inszenierung war und ein Schauspiel war, denn eine aus sich herauskommende spontane Aktion. Weil eben die Leute des FC Bayern Bescheid wussten, die Leute der TSG Hoffenheim wussten Bescheid. Das Schauspiel haben schon die Fans gemacht und nicht der FC Bayern. Jetzt den Spieß rumzudrehen und den schwarzen Peter, dem Karl-Heinz Rummenigge oder dem Dietmar Hopp zu geben, das ist ja pervers. Auch nach dem Spiel ebbt die Empörung nicht ab. Die Schmähungen werden mit Rassismus verglichen, ein hartes Durchgreifen gefordert. Etwa von Christoph Schickert am Tag nach dem Vorfall. Der Staat muss die harte Hand zeigen und dann muss es zu Hausdurchsuchungen kommen, dann muss man mal ein paar abgreifen und mal einen Tag auch in der Zelle lassen. Das hat sich immer bewährt. Ja, das ist richtig, dass Sie mich da konfrontieren. Das würde ich heute nicht mehr machen. Das war ein Fehler. Dietmar Hopp meldet sich erst 5 Wochen nach den Schmähungen zu Wort im aktuellen Sportstudio. Mich würde es natürlich freuen, wenn diejenigen, die mich grundlos seit 13 Jahren beschimpfen,
irgendwann einmal damit aufhören. Mich zum Gesicht für den Kommerz zu machen, ist wirklich nicht nachvollziehbar. Leider war die Hetze so perfekt inszeniert, dass Ultras vieler Vereine mitgemacht haben. Ich will das aber alles gerne vergessen, wenn es von nun an Geschichte ist. Bei uns kamen im selben Zeitraum und auch heute noch reihenweise die Anklagen rein. Also von dem her ein super Lippenbekenntnis im ZDF. Ja, mehr aber auch nicht. Dietmar Hopp wollte uns für diese Dokumentation nicht zur Verfügung stehen. Zurück in Sinsheim, Amtsgericht, Sitzungssaal 11. Der Prozess ist zu Ende. Fabian S. wurde verurteilt zu 15 Tagessätzen. Es ist eine niedrige Strafe, aber eine Verurteilung. Nicht für Beleidigung, sondern für Hausfriedensbruch, weil er im Stadion an den Zaun geklettert war. Ein so das Urteil Eindringen in befriedetes Besitztum. Dazu bekommt er auf Betreiben der TSG Hoffenheim ein bundesweites Stadionverbot für ein Jahr. Ich hatte nie auch nur eine Sekunde daran gedacht, dass ich mit dieser Aktion, wie sie bei uns, aber auch bei allen anderen Vereinen üblich ist, auch nur in die Richtung einer Straftat mich begehe. Deswegen kann ich dazu nur sagen, dass ich das absolut nicht nachvollziehen kann. Wir zeigen Christoph Schickert, wofür Fabian S. verurteilt worden ist. Das Bild von ihm am Zaun im Stadion. Also ich kann noch das Delikt gar nicht sehen. Also wenn der war ja drinnen schon. Was ist das Delikt? Das Delikt ist sozusagen, dass er in den Luftraum eingedrungen ist vom Innenraum. Also, das, also wenn der von mir verteidigt worden wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass er verurteilt worden wäre. Dietmar Hopps Anwalt sagt, hätte er den Ultra, der von Dietmar Hopps Verein vor Gericht gebracht worden war, verteidigt, wäre dieser nicht verurteilt worden. Es passt irgendwie gut zu diesem verworrenen Konflikt. Im Moment liegt alles auf Eis. Doch was wird passieren, wenn wieder Fans ins Stadion dürfen? Nicht erst Corona hat gezeigt, wie wichtig ihre Leidenschaft für das Erlebnis Fußball ist. Wird nach der Pandemie die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, größer sein? Es wäre schön, wenn die Fanszene mal den ersten Schritt machen würde. Und nach einer gewissen Cooling-Phase, wie wir sie ja jetzt gerade erleben, könnte die doch einmal sagen, wir haben jetzt viel nachgedacht und mit einer gewissen Distanz wollen wir uns bei ihm entschuldigen und werden ihn in Zukunft in Ruhe lassen. Das wäre doch mal was. Was müsste denn aus Sicht der Fans passieren, dass es keine Hurensohn-Sprechchöre mehr gibt, dass es keine Fadenkreuzplakate mehr gibt? Das wird nicht möglich sein. Es wird nicht möglich sein, eine rebellische Jugendkultur dazu zu erziehen, keine Grenzen mehr zu überschreiten. Wäre er dann auch bereit, den Ultras die Hand zu reichen? Ich habe da keinen Zweifel dran. Aber er will Taten sehen. In erster Linie geht es um die Rücknahme der Kollektivstrafe für Dortmund. Das ist das Einfachste, was jetzt passieren kann. Die Ultras und Dietmar Hopp. Es ist kompliziert, weil es nur auf den ersten Blick um Fadenkreuze und Kollektivstrafen geht. Auf den zweiten Blick um viel mehr. Um Welten, die aufeinanderprallen zwischen Fans und Funktionären. Um die Frage, wofür und für wen der Profifußball eigentlich da ist. Um einen Kulturkampf, der für manche zu einer Art Glaubenskampf geworden ist. Nicht alle wollen überhaupt einen Dialog auf beiden Seiten. Auch das gehört zur Wahrheit. Fabian S. jedenfalls hat Berufung beantragt. Der größte Konflikt im deutschen Fußball geht weiter, vor Gericht und wohl auch irgendwann in den Kurven.